Schönen guten Morgen, meine Freunde. Hier, wie versprochen, mal die Erklärung der Recap Hours und jetzt noch ein bisschen über die Logs. Hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein, weil meine Internetverbindung ist so miserabel hier und ich weiß nicht, Laptop ist so langsam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sollten irgendwelche Sachen unverständlich rüberkommen, einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich darauf nochmal eingehen und das nochmal erklären. Und ja, viel Spaß beim Anschauen. Bis dann, bye bye. So, hier wie versprochen die Recap Hours. Aber vorher mal kurz eine Erklärung zu dieser tollen Seite hier von meinen Logs, wo ich meine Logs überwachen kann. Noch ein bisschen verbessern oder wieder heile machen kann, sagen wir mal so, wenn ich jetzt mal über die Zeit gefahren bin und so, dann ein bisschen fixen kann. So, hier sieht man natürlich auch ganz toll, wo ich lang gefahren bin. Also wird komplett aufgezeichnet. Ich war ja hier unten bei den Keys, bin dann wieder hochgefahren Richtung Fort Pierce, wo ich dann, also bin einmal runtergefahren, habe ja gestanden am Mittwoch in Fort Pierce. Bin dann nachts losgefahren Richtung Key West zu den Keys runter und dann wieder zurück Richtung Fort Pierce. Und da bin ich dann stehen geblieben bis Freitag, nee, bis Donnerstag Mittag und bin Donnerstag Nacht um 12 losgefahren bis, mal gucken, ob war das hier, ob das funktioniert. Wo ich am 9. Februar losgefahren bin und stehen geblieben bin. So, hier unten bis hoch nach North Carolina. Ja, das mal so viel dazu, zu dieser Keep Trucking Seite, wo meine Logs alle gespeichert werden und meine Dokumente gespeichert werden, meine Tankquittung gespeichert werden, die meine Frau denn dort rausdruckt, um die abzuheften, falls mal ein Audit kommt vom DOT und jetzt mein Log sehen will, dass die übereinstimmen mit den Tankquittungen, wo ich stehen geblieben bin und getankt habe. Ja. So, hier nochmal die Logs selber. Das Datum, die Stunden, die man täglich gearbeitet hat, inklusive Arbeitszeit und Fahrtzeit, würde bedeuten jetzt am 9. Februar 11 Stunden 29 gearbeitet und gefahren. Wenn ich den jetzt mal anklicke, das war gestern, dann sieht man, oder kann man sehen, wie viel Fahrzeit, wie viel Arbeitszeit und so weiter dort vorhanden war, wenn die Seite mal aufgeht. So. Hier kann man sehen, Off-Duty, das ist Mitternacht und bin kurz vor zwei losgefahren, habe hier getankt, hier wieder gefahren. Und hier abgeladen. Dann nochmal Off-Duty gemacht, dass ich nicht so viel On-Duty-Time habe, weil, wie gesagt, ich hatte ja nicht mehr so viele Stunden zur Verfügung. Hier wieder gefahren. Dann Pause gemacht, 30 Minuten Pause. Gefahren. Hab nochmal eine Pause gemacht. Gefahren, nochmal eine Pause gemacht. On-Duty-Time und hier kann man unten genau sehen, wann ich was gemacht habe und wo vor allem. Hier bin ich Off-Duty gefahren, Personal Miles, ohne Trailer und hier bin ich stehen geblieben. Hier stehe ich jetzt und mache meine 34-Stunden-Pause. Ja, zu den Recap Hours.
Diese Stunden, die man hier vorne sieht, hier zum Beispiel diese 9 Stunden unten am 3. Februar, hier, da sind sie, die 9 Stunden vom 3. Februar, die würde ich jetzt von heute auf morgen, von Samstag auf Sonntag, wieder zurückbekommen. So, letzte Woche Sonntag bin ich 5 Stunden 13 gefahren. Die kann man hier auch sehen. Da sind es 5 Stunden 8, aber das sind die gleichen. Diese 5 Stunden 13 sind hier 5 Stunden 8. Würde also die 5 Stunden 13 oder die 5 Stunden von Sonntag auf Montag wieder zurückbekommen. Die 6 Stunden 51, die tauchen hier auch auf als 6 Stunden 31. Würde also bedeuten, die 6 Stunden 51, weil es summiert sich ja dann immer wieder, bekomme ich von Montag auf Dienstag zurück. Aber da ich jetzt, wie gesagt, hier immer noch diese 10 Stunden 57 habe, von den 70 Stunden, die ich in 8 Tagen oder innerhalb von 8 Tagen zur Verfügung habe, mir nicht reichen, um meine Tour nach Salt Lake City zu machen, mache ich diese 34 Stunden Pause jetzt. Weil die paar Stunden, die ich hier jetzt täglich zurückkriege, die reichen mir nicht aus. So. Deswegen die 34 Stunden Pause, dass hier wieder 70 stehen. Hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Würde also bedeuten, dass ich nächste Woche Freitag 11 Stunden und 29, also 11 Stunden, wieder zurückbekommen würde, wenn ich jetzt diese 34 Stunden Pause nicht mache. Hoffe, ihr habt es verstanden. Also immer die Woche vorher, die gefahren oder die gearbeitete Zeit, die bekomme ich die Woche danach, nach meinen 70 Stunden, weil die aufgebraucht sind, wieder zurück. Also umso weniger ich fahre oder arbeite, desto weniger Stunden kriege ich zurück. So, dann mal zu den Recap Hours. Sieht man hier auch nochmal. Hours of Service Recap. So, und hier unten steht dann nochmal Total Stunden zur Verfügung, 10 Stunden 95. Nur morgen, weil die 9 Stunden und 2 Minuten kommen ja dazu, sind es 19 Stunden 97. Aber heute Nacht um 12, 24 Uhr steht hier wieder eine 70, weil ich dann 32 Stunden stehe, oder 34 Stunden stehe, Entschuldigung. Ja, dann mal jetzt zu den Recap-Hours. Hoffe, das war jetzt deutlich und verständlich. Schade, dass meine Internetverbindung so schwach ist. Und bei normalerweise kann man hier jetzt noch die Location History sehen und so weiter und so weiter. Hier kann man noch mal eine Übersicht anzeigen lassen. Hier, das hier bedeutet, dass ich einen Log noch unterschreiben muss. Hier ist noch ein Safety Score. Safety Score wird aufgezeichnet, wie viel Mal ich hart gebremst habe oder halt sehr hart oder schnell beschleunigt habe. Dann kann man hier unten sehen meine Zeit, die der Motor gelaufen ist, ohne zu fahren, 25 Stunden, 25 Minuten. Und hier die komplette Fahrzeit, 110 Stunden, 51 Minuten, 725,37 Gallonen habe ich verbraucht. Ja, und hier unten ist nochmal eine Karte, wo ich mich befinde. Da kann meine Dispatcherin zum Beispiel sehen, ob ich Off-Duty bin oder On-Duty oder fahre. Und sie kann mich sehen,
anhand der Karte, wo ich mich befinde, ob ich in der Nähe bin, falls der Broker anruft, fragt, ey, wo ist dein Fahrer? Dann braucht sie bloß da drauf gucken und sehe, wo ich mich und sieht, wo ich mich befinde. Und sie sieht auch, wie viel Zeit ich noch zur Verfügung habe, um meinen nächsten Trip zu machen. Heißt also hier anhand der Logs sieht sie genau, warte mal, hier ist das. Hier ist die Übersicht nochmal. So, hier kann sie ganz genau sehen, hier hat er noch Fahrzeit, 10 Stunden 56, Arbeitszeit 14 Stunden und komplett von den 70 Stunden 10 Stunden und 56. So, morgen steht ja da oder heute Nacht steht da wieder eine 70 und dann braucht sie sich keine Gedanken machen, weil es nützt nichts, wenn sie mir eine Ladung jetzt sucht, die über 30 Stunden geht, aber ich habe nur noch 10 Stunden 56 auf der Uhr. Braucht sie die im Prinzip nicht buchen, wenn ich nicht die Zeit habe, einen Reset zu machen. Aber da ich die Zeit jetzt habe, einen Reset zu machen, haben wir die Ladung genommen nach Utah und fahren heute Nacht los und dann schaffe ich das auch. Ja, das jetzt mal zu den Logs und Recap Hours. Hoffe, das war verständlich. Und ihr habt es verstanden. Wenn nicht, einfach in die Kommentare reinschreiben. Denn was ihr nicht verstanden habt, dann kann ich es nochmal erklären. So, das war jetzt mal die Erklärung der Recap Hours und Logs noch ein bisschen von meiner Keep Tracking Seite, wo alles aufgezeichnet wird, wo ich langfahre und so weiter. Wenn jetzt irgendwelche Fragen noch sind, einfach in die Kommentare reinschreiben, hatte ich ja schon erwähnt vorher. Ja, werde jetzt noch ein bisschen hier rumhängen, den Samstag noch verbringen, heute Nacht um 24 Uhr losfahren und dann hoffe ich, dass alles gut geht bei dem Trip, weil die Ladung ist ja easy, leicht. Und von diesem Trip gibt es natürlich dann auch wieder ein Video. Also in diesem Sinne, schönen Samstag noch und einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi und bye bye.